Hey Leute, heute sprechen wir über das Thema Diagnostik, denn praktischerweise hat unser Coach Finn sich bereit erklärt, heute mit uns eine Testung zu absolvieren. Das bedeutet letztendlich, er wird sich einmal auf links stülpen. Wir werden mit der Spiro mit dem Tatmessgerät mal draufhalten, schauen, was bei ihm so an Daten abgeht. Praktischerweise hat er ein Trainingslager hinter sich, braucht also die Daten sowieso für sein Training. Hat sich, glaube ich, auch ganz gut entwickelt. Schauen wir mal heute, was da passiert im Labor. Er meint, er ist schon eine ganz gute Form auf jeden Fall da. Und gleichzeitig hat es den Vorteil, dass wir ohnehin schon unsere Geräte heute ein bisschen checken wollen. Wir wollen uns die Spiro mal ein bisschen näher anschauen und unser Laktatmessgerät von Mesix, das Laktat-Express-Gerät, was er auch schon ein paar Mal in den anderen Videos in der Vergangenheit gezeigt hat, mit dem wir auf der Straße gearbeitet hatten, würden wir ganz gerne heute mit dem unserem stationären Laktatmessgerät im Labor einmal abgleichen. Das heißt, Finn fährt gleich drei Tests. Er fährt einmal einen Stufentest, einen VO2max-Rampentest und einen Laktat-Senken- oder auch Laktat-Minimum-Test hinten drauf. Und wir messen zwischendurch mal neben den stationären Laktatmessproben auch nochmal mit dem mobilen Laktatmessgerät nebenher und schauen mal, wie die Daten so aussehen, ob wir da ganz gut auch auf der Straße draußen arbeiten können. Ich bin schon bereit, wir müssen gleich einmal rüber ins Labor. Da sind ungefähr 400, 500 Meter, relativ entspannter Weg. Lennart arbeitet hier noch ein bisschen weiter. Und ja, ich habe meine Regenjacke wieder am Start, denn es ist schon wieder am Regnen. Aber bevor wir einmal rübergehen, schnappen wir uns jetzt noch einmal unser Moxi, unser Laktatmessgerät, gleichen das gleich mit unserem stationären Gerät ab und dann schauen wir mal, was die Testergebnisse so bringen. Attacke! Leute, ganz ehrlich, in Köln ist es mittlerweile richtig schlimm. Ich kann den Regen einfach nicht mehr sehen. Ich habe das Gefühl, es regnet seit einem Jahr. Hallo. Schön ist er nicht, aber schmecken tut er. Okay, die Jungs drüben, Finn und Basti, bereiten schon die Spiro vor. Wir machen gleich hier eine Leistungsdiagnostik und testen nochmal unsere Geräte. Und gleichzeitig will ich einmal hier den Laktat-Express von Mesix mal gegentesten. Wir hatten ja schon ein paar Mal im Video gezeigt und da haben wir die Anwendung gezeigt. Heute möchte ich das gerne mal mit unserem stationären Gerät abgleichen und dort nochmal gucken, wie gut die Messwerte in der mobilen Laktatmessung unterwegs auf unserer Straße sind. Das Thema werden wir in Zukunft auf jeden Fall nochmal mehr ansprechen und nochmal mehr Vorteile der Laktatmessung in der Straße zeigen. Heute geht es ein bisschen darum, das Gerät zu validieren. Schauen wir uns das Ganze mal an und ich bin gespannt. Für alle, die sich für das Thema Laktatmessung nochmal interessieren, noch ein paar Hinweise. Auch nochmal in der Anwendung draußen auf der Straße häufig gemerkt. Achtet darauf, dass wenn ihr mobile Laktatmessgeräte im Straßeneinsatz habt, dass ihr möglichst sauber eure Messwerte aufnehmt. Und möglichst sauber meint ich wirklich möglichst sauber. Denn wichtig bei Laktatmessung im Feld draußen ist, dass ihr beachtet, dass die Laktatmessstreifen, ich versuche das mal ein bisschen zu zeigen. Okay, wir brauchen Autofokus. Würde ich nur eine ganz kleine Probe an Blutlaktat testen. Wir sehen das gleich nochmal im Feld. Wir werden gleich nochmal bei Finn ein paar Proben entnehmen und es ist wirklich ein Bruchteil von einem Tropfen, den wir messen. Das bedeutet, jegliche Beeinflussung dieses Tropfens, unserer Referenzmenge, durch zum Beispiel Schweiß oder durch viel Flüssigkeit, die wir verlieren und durch einfach unsauberes Arbeiten, sorgt dafür, dass der Laktatwert deutlich nach oben oder nach unten schießen könnte. Also ganz wichtig, wirklich sauber arbeiten. Diesen Messstreifen würden wir jetzt einmal ins Gerät stecken. So, und nochmal an der Stelle Hinweis für alle Geräte, die arbeiten auch relativ gleich. Das heißt, auch wenn ihr nicht das Gerät von Laktat Express habt, wird es auch ähnlich sein, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Spitze hier, da wo die Probe nachher aufgenommen wird, möglichst nicht mehr berührt. Diesen Messstreifen werde ich auch gleich nicht mehr nehmen, denn dieser Messbereich hier an der Stelle, der ist ultrasensitiv dann für Aufnahme für Dreck. Ihr werdet sehen, wenn ihr dann Blut drauf gebt, wird das in den Messstreifen reingezogen und wenn ihr dann zum Beispiel Schweiß mit drin habt, habt ihr schnell eine verfälschte Probe. Der beste Tipp, den ich euch dann geben könnte, wäre, ihr kommt einmal an, runter vom Rad, habt genug Zeit, auch da nicht stressen, sauber arbeiten, langsam ist präzise und präzise ist schnell. Dann bleibt ihr stehen, habt euren Finger schon einmal angestochen, vorher mit der Nadel. Jetzt im nächsten Schritt einmal einen Tupfer vorbereiten, dort ein bisschen Alkoholspray drauf oder ein Alkoholtupfer direkt nehmen, die Stelle sauber machen und dann im Anschluss einmal einen Bluttropfen entnehmen, diesen nicht testen, sondern wegwischen, den nächsten wieder rausnehmen, rausdrücken, den auch nicht testen, wegwischen, sondern den dritten ganz gerne
oder vielleicht den zweiten, aber je frischer das Blut und je weniger verfälscht die Probe, desto besser. Ich mache das Ganze mal so, dass ich dann meinen Finger etwas nach oben halte, damit der Bluttropfen dann einmal nach unten zeigt, damit ich nicht hier wieder verschwommene Probe generiere, sondern einmal so von oben halte und dann mit dem Messgerät ran an den Bluttropfen und dann ziehe ich den Bluttropfen, den frischen Bluttropfen einmal in das Gerät. Apropos Gerät, das hier ist ein Stück Geschichte. Das hier ist ein Stück der alten Kölner Radrennbahn, die letztes Jahr abgerissen wurde und jetzt neu gemacht wird. Und ich muss sagen, da habe ich schon einiges an Kilometern drauf absolviert. Sehr, sehr cool zu sehen. Habe mich auch einmal richtig fies dort lang gemacht. Und wahrscheinlich auch hier über die Stelle bestimmt mal drüber geschraubt. Gut, dann gehen wir mal rein ins Labor und schauen, was die Jungs so treiben. Was machen wir denn heute? Uns auf die Fresse hauen. Ja, heute gibt es einen schönen Stufentest, eine Rampe und danach gibt es noch einen Laktatminimum-Test. Stark. Alles klar, unser Proband Finn fährt gerade, wir sind bei 95 Watt, das ist kurz vor Schwelle. Ne, sieht eigentlich noch ganz entspannt aus. Und ich nutze einmal die Zeit und check mal einmal unser Laktatmessgerät hier mittels unserer Kontrolllösung. Schauen wir mal, was das Ergebnis mit sich bringt. Gut, unsere Testlösung hat funktioniert. 17,9, ein ganz entspannter Laktatwert auf jeden Fall. Wir haben zwei Kontrolllösungen, einmal für niedrige Konzentration, einmal für höhere Konzentration, die eine gewisse Range einmal im Gerät abgreifen sollen. Und wir konnten uns einmal sehen, dass unser Gerät auf jeden Fall die Kontrolllösungsrange gut trifft. Jetzt schauen wir mal, was bei unserem Probanden Finn gleich gemessen wird, im Vergleich mit unserem stationären Gerät. Bis jetzt sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Uns auf die Fresse hauen. Wie hat es angefühlt? Noch war alles im Rahmen. Hat sich noch ganz gut angefühlt, aber die Nervosität ist da und jetzt geht es, glaube ich, auch gleich schnell bergab. Was steht an? Ja, jetzt kommt die Rampe. Wie weit fährst du? 450 Watt. 450 Watt durch? Für 27 Sekunden. Okay, der Mann weiß, wovon er spricht. Kurze Unterbrechung für eine Werbung in eigener Sache. Falls auch du Bock hast auf die Science-Leistungsdiagnostik und den ganzen Kladderadatsch auch mal selber durchleben willst, dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link und kannst dich verbindlich zu unserer Science-Leistungsdiagnostik anmelden und dich schon bald von einem unserer Science-Coaches testen lassen. Und jetzt geht's weiter mit Finns VO2 Max Rampentest. Viel Spaß! Uns auf die Fresse hauen. Sauber, sehr gut. 450 Watt für 27 Sekunden. Okay. Aber dann habe ich hier 31 Stufenlänge, Pause. Ja. Dann habe ich noch okay. Uns auf die Fresse hauen.
Zurück im Studio, zurück am Analyse-Schreibtisch. Da haben wir den Finn aber ein bisschen gequält. Da hat der Vassi aber eine sehr gute Diagnostik gemacht. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen. Und ja, kommen wir doch mal gleich auf die Ergebnisse zu sprechen. Also vorweg, Nummer 1, ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Daten, die wir gemessen haben mit unserem mobilen Laktatmessgerät, also Laktatexpress. Wir wollten ja so ein bisschen die einzelnen Stufen abgreifen, haben so ein bisschen mal durchgetestet, mal was im Stufentest genommen, mal was im Laktatsenkentest genommen. Und muss sagen, dass ich da relativ happy bin mit den Daten, die wir da aufgezeichnet haben, dass wir auch sagen können, okay, wir testen es demnächst auf der Straße weiter und können es im Trainingseinsatz auch nutzen. Was dann schon noch aufgefallen ist, dass gerade jetzt im Labor-Setup der Finn sehr stark am Schwitzen war, wie ihr es wahrscheinlich gesehen habt. Und dann gerade dann man so ein bisschen mehr nochmal darauf achten muss, dass man wirklich schaut, dass man eine sehr trockene Probe nimmt, also sehr trockenes Ohrläppchen abreibt oder halt den Finger, dann einmal dann misst. Und wenn du sehr stark schwitzt, dann kann es schon sein, dass du diesen Tropfen Blut sehr schnell mit Schweiß vermischt. Und dann haben wir durch die kleine Probe dann doch eine größere Referenzmenge an Schweiß drin, was dazu führen kann, dass die Probe dann doch ein bisschen verändert ist. All das kennt ihr wahrscheinlich auch oder kennt all diejenigen, die regelmäßig auch Laktatmessungen im Training einbauen. Das wird immer wieder mal der Fall sein, deswegen auf jeden Fall gucken, dass ihr möglichst sauber arbeitet, im Zweifel nochmal messen, dann seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Aber nicht nur das war relevant, sondern wir wollten ja auch schauen, wie das Testdesign aufgebaut ist. Und ich habe ja auch schon mal vorhin gezeigt, Finn ist zunächst einmal einen Stufentest gefahren. Startleistung 95 Watt, alle 5 Minuten gesteigert um 35 Watt. Und dabei haben wir dann regelmäßig Laktatwerte aufgenommen. Jetzt haben wir bei ihm gesehen, dass der Laktatwert bei 4 Millimol, wenn man einer fixen 4 Millimol-Schwelle da ansetzen möchte, ziemlich genau 296 Watt entsprach. Sehr, sehr praktisch, denn das war später auch nochmal in unserem Validierungstest, der Laktatsenkentest, auch nochmal der Fall. Dieser Laktatsenkentest bietet sich sehr gut an, wenn man sowieso schon vorab einen VHC Max Rampentest gefahren ist. Die Herangehensweise ist dann so, wir gehen einmal im Stufentest ungefähr bis Schwelle ran, haben dann eine kleinere Pause, dann setzen wir den VHC Max Rampentest an, wie ihr vielleicht gesehen habt, an dem All-Out-Gesicht von Finn, messen eine All-Out-Belastung und meinetwegen hat er dann einen Laktatwert von 10, 11, 12 Millimol aufgebaut. Und wenn wir nach einer Vorzugsrampenbelastung nach dem Cut-Off eine 7 Minuten passive Pause ansetzen, wo der Laktatwert sich nicht verändert, also erstmal im System genauso beibehalten wird, dann wieder auf das Rad geht, dann steigen wir ein mit einer Leistung unterhalb seiner Schwelle, also unterhalb seines maximalen Laktat-Steady-States, wo laktatabbauende Prozesse prinzipiell im Vordergrund stehen. Das heißt, er wird seine 12 Millimol erstmal abbauen. Diesen Test steigern wir dann allerdings alle 1 Minute 30 um 10 einzelne Watt und messen jede einzelne Stufe Laktat nochmal neu. Das heißt, der 12 Millimol-Wert sinkt ab auf 11, 10, 9 und so weiter, bis irgendwann eine Intensität getroffen wird, wo es so intensiv ist, dass der Laktatwert, nachdem er abgefallen ist, wieder ansteigt. Wir sehen also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8 und sehen dadurch also einen Umkehrpunkt, ein Laktatminimum oder ein Laktatsenkenwert mit Zunahme der Intensität. Witzigerweise war diese interpolierte Kurve bei dem Test von Finn ziemlich exakt die 4 Millimol-Schwelle. Auch bei 296 Watt kamen wir bei ihm raus mit den Laktatwerten, die wir gemessen haben und konnten so also unsere Anfangshypothese der ungefähren Schwelle, die wir im Stufentest bestimmt haben, durch den Laktatsenkentest nochmal validieren. Das heißt also, wir haben zwei Testverfahren, die sich gegenseitig so ein bisschen kontrollieren können. Gleichzeitig dann mit dem VHC Max Rampentest einen Test zur Ausbelastung, zur Messung der maximalen Sauerstoffnahme und bekommen so auch nochmal eine gute Einschätzung, wie groß Finns Motor ist und an welchen Stellschrauben wir in Zukunft bei ihm drehen können. Ihr konntet also sehen, dass wir mit dem Testdesign in der Lage sind, potenzielle herkömmliche Stufentest-Laktat-Schwellenmodelle mit unserem Laktat-Senken- oder Laktat-Minimum-Test in unserer Testbatterie abgleichen, letztendlich auch validieren zu können. Wenn auch du Interesse hast, dass wir mal dein Leistungsprofil auf dem Prüfstand messen, dann melde dich doch direkt bei unserer Leistungsdiagnostik an. Hier unten ist ein Link, da kannst du potenzielle Termine direkt raussuchen und verbindlich buchen. Infolge der Anmeldung bekommst du dann eine Information zugeschickt per Mail und per Videoinstruktion, wie du deine Diagnostik bestmöglich vorbereiten kannst. Alles klar, dann war's da schon zum Science-Blog. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt doch vorbei zur Diagnostik. Lasst euch von Finn oder Basti diagnostizieren und einmal testen. Und dann sehen wir uns schon bald bei unserem Science-Labor. Macht's gut, bis bald, eure Science-Crew.